Hallo alle miteinander, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist Freitag und damit wieder Zeit für Frag einen Show-Hypnotiseur. Die heutige Frage lautet, warum kommt es in der Hypnose oft zur Reizung der Schleimhäute? Bei mir sind das beispielsweise Nase, Augen und Rachen. Da kann ich ehrlicherweise keine Antwort zu geben. Ich habe noch nie davon gehört, dass Hypnose Auswirkungen auf die Schleimhäute hätte. Hat mir zumindest noch nie jemand gesagt. Insofern, darauf kann ich heute ausnahmsweise keine Antwort liefern. Aber vielleicht hat es auch gar nichts mit der Hypnose zu tun, sondern ist eine Allergie. Who knows? Die zweite Frage, die ich heute bekommen habe und beantworten möchte, ist, was sagst du zu einer Darmhypnose und wie genau funktioniert sie? Also heute habt ihr echt Fragen zu Thematiken, von denen ich wirklich überhaupt keinen Plan habe. Also Darmhypnose wird wahrscheinlich eher in den therapeutischen Kontext fallen, habe ich tatsächlich auch noch nie in meinem Leben gehört. Ich habe kurz ein bisschen gegoogelt. Es gibt einige Anbieter, die das anbieten, wenn man Reizdarmsyndrom hat, also Probleme mit dem Darm. Und es geht dabei um, also auf einer Seite steht so schön, behandelt wird dabei der sonst normale Informationsstrom der Nervenbahn zwischen Verdauungsorganen und Gehirn. Wie das funktionieren soll? Bin ich überfragt, wie gesagt, im therapeutischen Bereich bin ich nicht so drinne, weil er mich auch einfach nicht so sehr interessiert. Ja, aber sollte irgendjemand von euch das Ganze mal ausprobiert haben, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin natürlich auf eure Erfahrungen und Meinungen gespannt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da, dann sehen wir uns nämlich die Tage wieder. Also, bleibt dran. Ciao.